So, Freunde, da sind wir wieder in der wunderbaren Zirkuswelt hier bei Wario World. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nur noch ein einziger Schatz und noch ein Kristall und zwei Statuenobjekte. Dann ist die Welt komplett fertig. Ich freue mich schon drauf. Der Endboss wird ja auch ziemlich cool werden. Und ja, da haben wir schon die erste Subwelt, damit ich jetzt noch zwei Teile noch holen kann. Juhu! Ja, hier sind wirklich noch halt ein einziges. Hier finden wir einen Teil für unsere Statue. Wow! Nein! Der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Platsch. Oh! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich darf hier nicht so viel Schaden kriegen, weil ich habe nicht Lust, noch mehr auszugeben. Nur, Wario, was machst du denn? Na gut, aber die Welt sieht jetzt auch nicht so schwer aus. Okay, muss ich mich ein bisschen beeilen. Zack, auch geschafft. Sehr gut. Nein. Und damit haben wir alle roten Kristalle eingesammelt. Jetzt fehlt nur noch halt ein Schatz, den haben wir hier unten. Hallo Schätzchen, komm zu Papi. Oh, der Nintendo 64. Oh ja, der Nintendo 64. Eine hammergeile Konsole. Habe ich gerade auch wieder angeschlossen bei mir. Und spiele ich auch ab und zu ein bisschen wieder. Da komme ich nicht vorbei. Aber die Gegner sind aber auch ziemlich dumm, anstatt sie mich einfach irgendwie da abschießen oder so. Nein, die kriegen es nicht hin. Ach Moment, warte mal, da war noch was. Da war da noch etwas. Hi. Yeah, damit haben wir das auch. Richtig geil. Wir haben alles eingesammelt, was uns fehlte. 70 Münzen. Alter, du nimmst ja auch vom Herrn, ey. 80 Münzen. Na komm. Boah, 90. Nee, das bezahle ich nicht. Nein, ich will da hoch. Komm her. Falsche Richtung. Ich will da lang. Hier ist Feuer auch noch, ey. Komm, ich will doch zum Endboss. Ich will hier die Welt rocken. Yeah, da ist sie. Die Tür zum Endboss. Zack. Yeah, wir kommen zum Endboss. Los geht's, Freunde. Der Endboss wird cool werden dabei. Das weiß ich noch, dass der cool war. Ja, da ist er. Ein komisch hässlicher, fetter Typi, der einfach nur irgendwie denkt, er wäre der coolste. Aber Wario ist Number One. Oh, soll ich rüberkommen zu dir? Ups! Das wollte ich nicht. Ach so, nur er kommt rüber. Okay. So, jetzt kriegst du erstmal voll in die Fresse. Ah! Gut, er hat getan, als ob er ein anderer Typi wäre und hat einfach ein Gesicht in ein Gesicht. Ja. Und tschüssi! Halt mal deine hässliche Fresse bei dir! Hey, yeah, ich muss nicht drüber! Hey, bin ja so cool! Ich kann auf zwei Fingern auf dem Ball stehen! Yay! Geil! So. Mach mal deinen Kopf ab. Hey, guck mal, ich hab ihn rübergeworfen. Ob er die cool? Oh, halt die Fresse, du komisches Babyface. Und tschüssi. Jetzt gib mal nicht so eine dicke Lippe hier. Und wieder rüber. Und jedes Mal, wenn wir ihn halt treffen, wird der Ball ein bisschen kleiner. Und wir müssen halt schneller auf diese Luppen da drauf springen. Bam. Ja, ich weiß, der Endboss war hier der coolste von allen, weil das war so ein Clown, der halt mit uns so ein Hütchenspiel spielt. Das weiß ich noch, der war echt cool gewesen. Und man sieht alles hier wirklich, das ist wirklich so zirkusmäßig aufgebaut. Ey, der soll. Warum ist der abgehauen? Ich glaube, weil mich eins seiner komischen Kindsköpfe da angegriffen hat. Jetzt kommen auch schon mehr. So, hab ich mal? Danke! Bam! Nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Oh, okay, das wird jetzt gefährlich werden, weil... Das ist eigentlich eine Bombe, die auf mich wirft. Aber wir sind schön ausgesucht, der Typ kommt wieder zurück. Ja, komm.
Nein! Ich komme ja nicht rüber. Geht weg da. Ih, guck mal, wie ekelhaft der jetzt aussieht. Ih, der hat ja ein richtiges Babyface jetzt. So, darf ich mal? Danke, hier habt ihr euren Papi wieder. Das war's. Und die Sonne hat auf einmal ein trauriges Face. Auf die habe ich gar nicht so richtig geachtet. Aber wir haben gewonnen. Siegerpose. Oh, das sieht ja voll eklig aus, dass der Kopf die ganze Zeit hinten im Hintergrund steht. Naja, egal. Wir haben gewonnen. Die zweite Welt ist so gut wie fast abgeschlossen. Alright. Und damit haben wir wieder ein komplettes Herz zusammen. Yeah! Beautiful! Und damit können wir zum Endboss gehen. Richtig nice. So, und ab geht's zum Endboss der zweiten Welt. Der ist ziemlich cool. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die dritte Welt. Die wird auch ziemlich cool werden. So, erstmal jetzt zum Endboss. Der ist lustig. Finde ich echt cool. Dragos Kraftprobe. Ach nee, der ist erst. Stimmt. Dieses fette Viech. Ja, natürlich. Der Doppelface. Ja, der andere kommt erst später. Stimmt. Oh mein Gott, ich habe den jetzt voll verwechselt. Ich glaube, der andere kommt ein bisschen später. Hier muss ich einfach nur diesen Viech richtig in die Fresse hauen. Ja, die beiden. Ich muss immer denen in die Fresse hauen, der halt gerade kein Feuer speit. Und damit besiegen sie sich einfach selber. Aua. Was diese komischen Kugeln sollen, verstehe ich auch nicht so ganz. Du sollst Feuer speien. Oh. Zwei Trottel, die sich einfach gegenseitig ausschalten. Okay. Ja, ich weiß, der Gegner war wirklich sehr, sehr einfach. Ah, der hat eine Wasserquelle hier. Wort mit bringen. Ich will, dass du Feuer speist. Bei Feuer. So, mach mal Feuer. Die beiden sind so eine Volltrottel. Ja, kein Wunder, so wie die aussehen. Oh, so voll so der Face. Auf den Schaden kann ich gerade ein bisschen so scheißen, weil jetzt haben wir gewonnen. Das war der Endboss. Total easy. Total einfach. Yeah. Mann, war der einfach. Eingesackt. Und komplett alles zu 100% eingesammelt. Yeah! Nice! So, damit geht's jetzt schon ab in die Welt Nummer 3. Ja, folgt nur noch zwei Welten und dann haben wir das Spiel komplett durchgespielt. Yeah! Und die Riesentruhe wird bald geöffnet werden. Alright! Ah, jetzt kommen wir in die Eiswelt. Stimmt, die Eiswelt, die war ziemlich cool. Allgemein waren sowieso die Welten immer ziemlich cool gemacht. Oh, ist das schön. So viele schöne, schöne, wunderbare Goldstatuen von Mario. Und hier werden wir natürlich auch wieder alles 100% einsammeln. Ist auch mal lustig, wenn sich die Welt halt so wirklich so nach der... die Musik ändert sich ja immer, egal wo wir hinkommen. So, jetzt sind wir erstmal in einer Schneewelt. Here we go! Los geht's, die Schneewelt. Da weiß ich, dass die Schätze da ein bisschen schwieriger versteckt waren. Aber ich denke mal, dass wir alles gut hinkriegen. Valhalla, Bibberberge! Da fangen wir also an bei einer schönen, wunderbaren, Schneehütte. Der erste Schalter.
mal gucken, wo der erste Schalter, der erste Schatz sein könnte. Erstmal schön nach links gehen in einem Jump'n'Run, das ist immer sehr wichtig. Da würde ich runterfallen. Ist hier schon irgendwas gewesen? Ich weiß es noch nicht mehr. Hier musste ich, glaube ich... Da oben war schon was. Ah, ne, da. Oh, eine wunderschöne Vase. Ich muss nach oben. Hochrennen? Nee, hochrennen geht nicht. Ich muss zu meinem Schalter. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge richtig ist. Aber lustig ist hier auch, dass du im Schnee, wenn du eine Standattacke machst. Oh, ja, das wollte ich gar nicht. Ey, du blödes Viech! Moment, kann ich da hoch? Nö, Moment, ich will da hoch. Ja, nö. Muss ich da nicht sogar mit einer hochfliegen? Kommt da leider gar nicht hoch. Ich muss da hoch. Aber ich komme nicht hoch. Nee. Komm ich da noch hoch? Muss ich da nicht sogar von der einen Plattform hier hoch? Ja, ich muss doch von der Plattform springen. Okay, also muss ich da nochmal zu dem Level nochmal zurück. Also anfangen nochmal. Okay. Ja, man merkt schon jetzt, die dritte Welt ist schon ein bisschen schwieriger. Oh ne, ich war einfach dazu blöd und hab's nicht rausgekommen. Wow, nein, nicht machen. Hallo? Ist da was drin? Nö. Ich kann mich erinnern, dass hier glaube ich irgendwas drin war, oder? Okay. Kann ich mich einfach nur vor den ganzen Typen verstecken. Ah, guck mal hier! Ein Winzling. Seinen Schwachpunkt trägt der Arktisfisch buchstäblich an seiner Stirn, also spare jegliche Mühe, direkt auf sein Maul zu hauen. Schnapp dir seinen Kumpel, den Tornator und schlag ihn K.O. Dann musst du ihn irgendwie in die Luft jagen. Aha, okay. Gut, also nach oben muss ich auch nochmal kommen. Ich muss unbedingt die Rutschpartie nochmal benutzen, weil da ist auch ein Schatz gewesen. Hallo, da ist der Fisch. So. Und ich muss also sein... Hey, nicht mich einfrieren. Ich nehme den hier und werfe ihn volle Kanne in sein Maul. Hier hast du. Oder? Hat's noch was gemacht? Gerade ihn volle Kanne in seine Fresse geworfen, oder? So, mein Freund, hier hast du nochmal. Hier und have a rotten day. Das funktioniert. Hat's jetzt funktioniert? Das hat nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Hä? Warum klappt das jetzt noch nicht? Moment. Hä? War ich damit was falsch? Ich werde hier die ganze Zeit irgendwie eingefroren. Das ist nicht nett. Ah, einfach nur auf den Boden rammen. Alles klar, das muss man mir doch einfach nur sagen. Ah, cool, ich würde... Ein ziemlich cooles Ausweichspiel. Kennt man aus Mario Party. Mario Party 4 war das sowas gewesen, da musstest du halt Pinguin ausweichen. So, mein Freund, hier hast du noch mal was. Hier, viel Spaß damit! Die ganzen Eisblöcke hier. Und ich weiche gekonnt aus. Gutes Training gerade für Link zu Pass. Ja, da gab es nämlich ein Spiel, was ich noch nicht geschafft habe. Nämlich mit den Hühnern ausweichen. Ja, da muss man halt Hühner ausweichen, das habe ich noch nicht geschafft. Das war ein Herzteil, was mir noch gefehlt hat. Und das war gerade ein ziemlich gutes Training dafür. Bam, ist der tot. Der ist der tot. Du komischer Anglerfisch. Dankeschön für diese tolle Sache. Und wieder eine Rutschpartie. Nein, da war was. Da wollte ich doch hin. Oh, nicht du schon wieder. Okay, ich muss auf jeden Fall öfter wieder zurück. Das ist der Schneemann von mir. Ach, das ist jetzt ein Yeti hier oder was bist du jetzt geworden? Doch, ihr geht mir gerade ein bisschen krass auf die Nerven hier. Also stirb mal.
Bist du kaputt, du komisches Laser-Ding da? Jetzt bist du kaputt. Du hast mich genervt, also Tschüssikowski. Boom. Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Ganz einfach. Ja, aber das ist hier wirklich so eine Welt, die ich echt, glaube ich, sehr schwer in Erinnerung habe, weil du musst ja wirklich überall hingehen. So. Ja, komm ich da hoch? Nö. Muss ich ihn ja nochmal machen, da hochzukommen. Ah, da unten hoch, oder? Heißt, dass wir da hochkamen? Da sind wir wieder ein Schalter. Mir fehlt immer noch auch noch der gelbe Schatz. Den habe ich mir auch noch nicht gefunden. Da ist nichts. Da oben muss ich hin. Da oben war doch irgendwas. Ey, das tut mir jetzt echt leid, dass ich hier nicht alles gleich finde. Aber die Welt. Oh, hier noch Raum hoch. Hey, nicht mich einfrieren hier. Okay, da komme ich nicht hoch. Ah, ich muss ihn da wieder nur angreifen, warte mal. Jetzt kommt er wieder nicht mehr hoch. Na komm. So. Du musst den einfach nur damit durch die ganze Zeit besiegen. So war das gut gewesen. Und dann kommt hier irgendwas. Nee. Also ich greife ihn auf jeden Fall an und besiege ihn aber irgendwie gerade nicht damit. Na komm, halt hoch da. Bist du irgendwann mal da unten? Muss ich den als Trampolin benutzen? Nee, glaube ich nicht. Komm schon! Der stirbt nicht! Warum stirbt er denn nicht? Ich habe, also die Stelle habe ich wirklich nicht mehr im Kopf. Die habe ich wirklich nicht mehr im Kopf. Der stirbt nicht. Ach so, komme ich hoch. Ah, ich bin ja auch blöd. Ah, der gelbe Schatz. Oh, wieder eine wunderbare Vase. Da ist nichts. Warum seid ihr jetzt auf einmal alles hier irgendwelche Schneemänner? Warum? Ja gut, seid ihr Schneefeld, aber das passt ja mal gar nicht so. Was willst du? Bist du scheiße? Okay, pass gut auf, mein Freund. Und hier war nichts. Okay. Dann kann ich aber hier jetzt hoch. Kann ich hier rüberspringen. Der Typ einfach mal ignorieren. Dann kann ich hier hochkrabbeln. Und da oben ist wieder mal ein wunderbarer Teil unserer Statue. Hier oben noch irgendwas? Moment. Ich glaube, hier war auch noch ein Schatz, oder? War hier ein Schatz? Oder war hier der normale Weg? Ich weiß es gerade nicht, aber wir werden das hier runterfahren. Juhu! Oh, das sieht cool aus. So ein richtig schönes Kaminzimmer. Das gefällt mir. Wow. Und damit haben wir das auch geschafft. Winzling! In den Eishöhlen gibt es höhere gelegene Bereiche, die sich durch einfaches Springen nicht erreichen lassen. Vielleicht könntest du an diesen Stellen mit den Eiszäpfchen irgendetwas bezwecken. Ihre spitzen, harten Schädel lassen sich bestimmt prima in den Boden rammen. Alles klar, lieber Winzling. Dankeschön. Und tschüssi, Kowski. So, was haben wir denn hier noch schön? Ist hier irgendwo noch ein Schatz für mich? Nö. Da war gar kein Schatz mehr für uns. Also müssen wir jetzt nach unten. Los geht's! Oh, nicht schon wieder in der Kampfarena. Mit komischen Schneemännern, die einfach aussehen wie komische Zombies. Oh, aus dem Weg da, ich hab hier was zu tun! Wonderful! Oh, du auch! Wonderful! Weg! Oh, die Arena machen wir sogar schnell noch zu Ende und dann werden wir den Part noch beenden. Mitten in der Eis. Was sind das denn für hässliche Viecher? Warum könnt ihr alles abwehren? Dann halt von hinten rein. Hey, nicht von irgendwie mich ausrutschen hier oder sonst irgendwas. So, tschüss, Likowski. Hast du überlebt? Wie kannst du das überleben? Oh, ja, komm. Das ist gemein, wenn ihr oben die ganze Zeit rumfliegt, ihr komische Schneemänner. Schneemänner können nicht fliegen. Auch nicht, wenn man irgendwelche Blätter daran macht. Oh, das war's. Das war's, sie sind tot. So, haben wir das auch erledigt? Ist hier noch irgendwas an der Seite? Nö. Da kann ich nur runterrutschen.
Oh, da ist noch was. Ah, das sind jetzt hier die, diese Eiszapfen, die wir benutzen können, um hier uns was reinzubringen. So. Ach, Mist, da komme ich nicht hoch. Doch, komme ich. Aha, Schatz. Noch ein komisches Zellerservice oder so und so was. Sehr gut. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier ganz kurz den Part zu Ende. Gehen wir ganz kurz mal zurück zu der Arena, weil da kann ich den Part besser machen. Moment. So, weil hier kommen keine Gegner. Ja, liebe Leute, das war's dann wieder von Wario World heute hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier in der Eishöhle. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.